In Berlin begrüße ich Stefan Thomae, den stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion. Guten Abend. Guten Abend, Herr Bade. Ist die FDP auch bei diesem Thema ein bisschen Opposition in der eigenen Regierung? Wir haben einen Gesetzentwurf, der abgestimmt ist mit unseren Koalitionspartnern. Von daher können wir ausgehen, das ist kein Oppositionsthema, sondern es ist ein Thema, bei dem wir alle auf der gleichen Linie liegen. Wir wollen, dass Menschen, die hier gut integriert sind, auch deutsche Staatsangehörige werden können. Naja, SPD, Grüne und FDP haben im Koalitionsvertrag vereinbart, die Hürden für die Einbürgerung zu senken. Das ist die Idee dieses Gesetzentwurfs. Was haben Sie denn konkret dagegen? Wir haben nichts dagegen. Wir haben sehr konstruktiv daran mitgewirkt. Dieser Entwurf trägt auch ein gutes Stück unsere Handschrift. Das ist am Einspieler schon zu sehen, was der Justizminister dazu gesagt hat. Wir wollen, dass Menschen, die auf eigenen Beinen stehen, wirtschaftlich für sich selber und ihre Familie sorgen können, dass die deutsche Staatsangehörige werden können. Wer das aber nicht tut, wer vom deutschen Sozialstaat lebt, von dem kann ich mir nicht vorstellen, dass er auch ein Mitglied unserer staatsbürgerschaftlichen Gesellschaft werden kann. Von daher ist auch unsere Handschrift mit deutlich drin. Aber in der Diskussion, in der Debatte war schon herauszuhören, dass es Ihnen ein bisschen zu schnell geht. Keineswegs. Wir versuchen immer bei diesen ganzen Themen der Migrationspolitik, der Einwanderung, der Einbürgerung auch sinnvolle Verbindungen herzustellen. Für uns ist auch wichtig zum Beispiel, dass wir vorankommen bei der Arbeitskräfteeinwanderung. Wir wollen aber auch Anreize schaffen für solche Menschen, die schon bei uns leben, seit vielen Jahren bei uns leben, die rechtlich, sprachlich, wirtschaftlich gut integriert sind, hier bleiben. Denn diese Menschen brauchen wir auch bei uns im Land. Und da ist auch die Staatsangehörigkeit und die Erleichterung der Einbürgerung ein Baustein dessen. Und wie stehen Sie persönlich zur doppelten Staatsbürgerschaft? Es gibt ja viele Länder, die ihre Staatsangehörigen gar nicht aus der Staatsbürgerschaft entlassen. Das heißt, jemand, der bei uns Deutscher werden will, der kann manchmal gar nicht die Angehörigkeit seines Herkunftslandes ablegen. Schon bislang war es so, dass etwa 70% der Eingebürgerten Mehrstaater wurden, weil sie gar nicht aus der alten Staatsangehörigkeit rausgekommen sind. Und es gibt da keine großen gravierenden Problemlagen. Von daher sehe ich dieses Thema eher entspannt. Das heißt, Sie würden die doppelte Staatsbürgerschaft akzeptieren und nicht nur in diesen Ausnahmefällen? Faktisch akzeptieren wir sie schon in ganz vielen Fällen und das ist für uns gar kein großes Problem. Die Loyalitätskonflikte und Konfliktlagen, die manche befürchten, die entstehen gar nicht in der Praxis. Von daher glaube ich, damit können wir sehr gut umgehen und haben es auch in der Vergangenheit schon gezeigt. Stefan Thomae, der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Bade.